Heute Abend gibt es einen Vortrag, naja, der hört sich so ein bisschen anders an, nicht wahr? Die teletransportablen, nachhaltigen, strahlenden Prinzen. Und das soll überhaupt gar keinen Sinn machen. Wenigstens noch nicht. Aber vielleicht später. Eins können wir erkennen, hier haben wir einen strahlenden Prinz. Er strahlt ja auf dem ganzen Gesicht. Selten, dass man ein Bild von ihm bekommt, wo er so strahlt. Und das ist von seiner eigenen Homepage, The Prince of Wales. Aber was das andere bedeutet, das werden wir wohl noch sehen. Jetzt vielleicht nur so ein kleines Vorspiel. Einige Personen werden sehr nervös, wenn sich etwas anhört nach Verschwörungstheorien. Dann werden sie sehr nervös, denn das ist nicht nachvollziehbar, glauben einige von ihnen. Die Bibel sagt, dass da ein bestimmtes Verhältnis sein wird zwischen dem Tier aus dem Wasser und dem Tier aus der Erde. Ist das richtig? Also da wird ein Verhältnis sein und sie werden zusammenarbeiten und der eine wird für den anderen das tun, was den ersten befördert. Das sagt die Bibel. Also sie werden zusammenarbeiten, ob Menschen das haben wollen oder nicht, denn das ist biblisch. Ist das korrekt? Dann sagt die Bibel auch, die Könige der Erde werden ihre Macht dem Tier geben. Ist das auch richtig? Also irgendwann müssen sie sich zusammensetzen, um solche Entschlüsse zu fassen. Und wenn die dann noch im Geheimen stattfinden, dann ist das eine Verschwörung, ob wir das haben wollen oder nicht. Richtig? Es kommt darauf an, wie man diese Verschwörung versucht zu erklären. Wenn es von der Seite der Geheimgremien kommt, naja, dann werden alle sehr nervös. Aber was, wenn die Geschichte noch interessanter ist als die Geheimnisse der Geheimgremien? Wäre das nicht was Tolles? Was, wenn die Geschichte das Gleiche erzählt? Naja, heute Abend werden wir sehen, dass Geschichte viel interessanter ist, als die meisten Menschen glauben. Und vielleicht sogar so verschwörend, dass man es kaum noch aushält. Also wer sind diese transportablen, nachhaltigen, strahlenden Prinzen? Well, die Webpages in der Welt sind voll über diese Dinge. Und wenn man so eine Suche auf dem World Wide Web macht und man tippt mal rein, Prinz Charles, Antichrist, dann wird man staunen, was da erscheint. Bum, 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 bum. Hunderte Webpages, die erzählen von Prinz Charles als den Antichristen. Naja, ich glaube natürlich nicht, dass er der Antichrist ist, denn das ist nicht biblisch. Aber wir schauen uns mal eine an, wo das vielleicht so angedeutet wird. Geflügelter Prinz ist Retter der Welt. London, der Prinz von Wales soll als muskulärer, geflügelter Gott und nur mit einem Leinentuch bekleidet im Bronze verewigt werden. Er wird das erste Mitglied der Königsfamilie mit einer lebensgroßen Statur zu seinen Ehren sein. Obwohl der Prinz zum Verteidiger des Glaubens berufen ist, sobald er König von England geworden ist, soll die Inschrift der Statue in Brasilien ihn als Retter der Welt ehren. Interessant. Und so meinen einige, dass er der kommende Antichrist ist. Und so soll diese Statue da aussehen. Und worum ging es denn eigentlich und wieso in Brasilien? Ja, das ging natürlich über die Erderwärmung und alle diese Dinge. Er ist sehr ökologisch engagiert und hatte eine große Rolle zu spielen in dieser ganzen wissenschaftlichen Sicht
dass die Welt auf dem Rande des Abgrunds steht. Aber wir wissen natürlich, wenn wir unsere Bibel studiert haben, dass er unmöglich der Antichrist sein kann. Denn die Bibel hat diese Rolle dieser Macht übergeben, nämlich dem kleinen Horn in Kapitel 7 in Daniel. Und die Reformation hat ja ganz eindeutig gesagt, wer das ist. Und das war biblisch fundiert und da hatten wir auch einen ganzen Vortrag darüber, um mal ganz sicher zu sein, dass wir hier nicht fehl am Platz sind, denn da wollen wir ja keine Fehler machen. Aber wir stehen nicht alleine, wir haben die ganze Reformation beiseiten. Das Papsttum hat diesen Titel nach der biblischen Erklärung absolut auf sich genommen. Also das ist, was die Reformation lehrte. Und alles andere, was in der Welt so vor sich geht, muss in dieses prophetische Bild hineinpassen. Sonst ist es fehl am Platz. Also es gibt viele Antichristen. Und wenn man sucht, wer ist der Antichrist, dann gibt es viele Homepages und Webpages, dann ist der Antichrist und dann der und wer weiß ich, wer alles der Antichrist ist. Aber die Bibel hat nur einen. Gut, welche Rolle spielen denn dieser Prinz und vielleicht auch andere Prinzen? Das ist die Homepage hier von International Business Leaders Forum. Die weltweiten Spuren der IBLLF, Internationales Forum für wirtschaftliche Führungskräfte. Wir wurden gegründet vom Prince of Wales. Das ist also eine offizielle Organisation unter dem Flügel des Prinzen von Wales und sind eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die momentan von über 100 weltweit führenden Unternehmen unterstützt wird. Und da ist so eine Karte, wir können sie noch ein bisschen ergrößern. Und jeder Punkt stellt ein Land vor, wo diese Organisation tätig ist in der Welt. Naja, Europa ist vollkommen besetzt, wie wir sehen. Sogar Russland, Afrika, wir auch hier unten, Australien, Südamerika, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada, die ganze Welt ist unter diesem Deckmantel. Und hier ist eine Bewegung, um die Wirtschaft zu integrieren in die staatlichen Affären der verschiedenen Nationen der Welt. Und das soll führen zu einer globalen Integrierung, also eine Weltordnung. Viele werden auch nervös, wenn sie das Wort neue Weltordnung hören und dann sagen sie auch Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien. Aber es sind ja die Präsidenten der Welt, die diesen Ausdruck gebrauchen und nicht Laien. Also muss man schon hören, auf was diese Leute sagen. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. Also muss da doch eine neue Ordnung kommen, ja oder nein? Ist doch biblisch, ist doch logisch, ob man jetzt nervös wird oder nicht, man muss es eben aushalten. Das internationale Forum der Wirtschaftsführer des Prinzen von Wales, Grundtreffen war 1990 in Charleston und Titel Wirtschaftsinteressen und die Herausforderung des globalen Marktes. Über 100 Geschäftsführer großer multinationaler Organisationen nahmen teil. Und was ist das Ziel von dieser Bewegung? Naja, ist die kontinuierliche Verbesserung guter Bürgerschaft. Und hier haben wir ein Wort, was auch im Titel ist, nämlich nachhaltiger Entwicklung von Unternehmen weltweit als natürlicher Bestandteil erfolgreicher Unternehmungsführung. Also der Prinz bestrebt sich danach,
nachhaltige Entwicklung in der ganzen Welt zu fördern. Er ist also ein nachhaltiger Prinz. Es geht um Zusammenarbeit mit den eigenen Mitgliedern und auch Partnern. Jetzt, das ist interessant, wir müssen das gut durchstudieren. Und dann wird dir erklärt, zeigen, dass den Unternehmen als Entwicklungspartnern besonders bei wirtschaftlichem Wandel für das Wohlergehen lokaler Gemeinden einer wesentlichen und kreativen Rolle zufällt. Das ist Joan Vernon, sie schreibt ein Buch, Prince Charles, The Sustainable Prince. Ein ausgezeichnetes Buch. Sie ist eine Christin, sie ist auch eine Journalistin und hat